verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht, ob ich dieses Jahr wieder Princess Charming kommentiere. Ich meine, habt ihr euch mal meine Aufrufzahlen angeschaut von letztem Jahr? Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zur Princess Charming Staffel 2. Also jetzt ernsthaft, ich hatte letztes Jahr so viel Spaß an der ersten Staffel. Ich habe mich ein Jahr lang auf die nächste gefreut. Ich habe euch 8 Minuten feinste Szenen zum Kommentieren rausgesucht. Ihr könnt euch aber die ganze Folge auf dem Link in der Videobeschreibung anschauen. Ich sag's euch, es lohnt sich eh. Und jetzt würde ich sagen, wir reden nicht weiter rum und fangen an mit Princess Charming Folge 1 Staffel 2. Und los! Ja. Okay, dramatisch. Ja, der Vorspann verrät schon auf jeden Fall viel Spannung. Es wird auf jeden Fall lustig. Hier hoffentlich auch. Alter, gefühlt überall, wo ich hingucke, ist ein Arsch. Ja, und ich bin der größte Arsch von allen. So, Leute, es gibt ein neues Intro. I do my hair talk, check my nails. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, welches ich unangenehmer fand. So, jetzt geht's aber los. Die Mädels werden mit einem Bus zur Villa gefahren. 19 Frauen. 19. Ich will nicht sagen, aber 20 wäre schon eine schönere Zahl gewesen, aber ihr wolltet mich ja nicht. Ich habe mich gefragt, was passiert, wenn die Person in der ersten Reihe die Flagge aus Versehen loslässt und die in der letzten das dann voll ins Gesicht gebrettert bekommt. Ups! Jo, okay, alles klar. Wir kämpfen alle um die Princess, ich weiß. Paula stellt sich als erstes vor und sie würde sich als feminin bezeichnen. Das Problem ist dabei vielleicht, dass nicht jede Frau erkennt, dass ich auf Frauen stehe. Ja, das Problem habe ich auch. So, aber wer ist denn jetzt eigentlich die Princess? Stell dich doch mal vor. Ich bin Hannah, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Hannover. Hannah aus Hannover! Ich suche mir meinen Wohnort jetzt einfach auch prinzipiell nur noch nach meinem Anfangsbuchstaben aus. Annika aus Aschaffenburg. Gut, muss ich wohl umziehen. Ich glaube, dass man überall die große Liebe finden kann. Ja, dann benutze eine Dating-App und lass mir den Platz als Princess frei. Bei mir funktioniert es nämlich nicht überall. Ich glaube, ich habe durch meinen Beruf sehr viel Toughheit, wenn ich das so sagen kann, bekommen. So, ich hoffe, da saß niemand dahinter, sonst hat die filmende Person jetzt eine blutende Hand. Machen wir weiter mit Charlotte. Ich bin Charlotte. Ich glaube an Liebe auf den ersten Blick. Ich auch und ich glaube, ich bin in Hannah nicht verliebt. Ist jetzt auch einfach nicht mehr spannend für mich. Vielleicht ist es auch dann gar nicht so schlecht, dass ich nicht dabei bin. Nächste! Ich bin Lena, 20 Jahre alt und komme aus Leverkusen. Lena aus Leverkusen! Annika aus Augsburg! Ist nicht so weit, da kann ich auch noch eher hinziehen. Ich bin mit 17 Jahren Mutter geworden und das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Glaube ich. Ich war vor 2 Wochen in der Türkei und da gab es super viele Straßenhunde. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich diese süße Hündin hier mitnehmen soll. Dann ist mir aufgefallen, ich könnte mich in meinem Leben nicht mal um einen Hund kümmern. Krass. Nächste. Ich bin die Katharina. Oh, Katharina. Wo kommst du denn her? Ich bin 30 Jahre alt, komme aus Köln. Katharina aus Köln! Annika aus Altomünster! Ich komme jetzt immer näher an München ran. Und was machst du so beruflich, Katharina aus Köln? Und arbeite als Personalsachbearbeiterin in der Verwaltungsstelle der katholischen Kirche. Katharina aus Köln in der katholischen Kirche! Florian Florensen, der Florist aus Florida. Oh, schön, ein Oval. Schön. So, Sarah ist die Nächste. Ich habe direkt nach dem Abi mit dem Medizinstudium angefangen und dann habe ich noch neben Medizin einen 2-fach Bachelor eben in Kunstgeschichte und Geschichte gemacht. Cool, ich habe Fachabi und danach nie wieder irgendwas richtig gelernt. Ja, okay, wenn Sarah Zeit hat für 13 Studiengänge, dann hätte ich eventuell auch Zeit für einen Hund. Auch krass. Ach ja, und der Bus hat übrigens Halt gemacht, um eine kleine tolle Tanzeinlage einzulegen. Ich bin die Laura, ich bin 22 Jahre alt. Hallo Laura! Laura kommt aus München. Die kenne ich. Also ich habe noch nie persönlich mit ihr geredet. Ich habe sie nur in den Stories von meiner Ex-Freundin gesehen, nachdem ich mit der Freundin Schluss gemacht habe. Und dann natürlich noch die Stories von ihr angeguckt habe. Ja. Es gibt so einen Lesbenkreis in München. Das ist so ein Oktopusarm, der in alle Richtungen irgendwie aufgeht. Und da habe ich sie irgendwie schon öfter gesehen. Oh, und auf Tinder habe ich sie auch oft gesehen, aber momentan nicht. Also entweder sie darf Tinder gerade nicht benutzen, wenn man sonst wissen würde, so, ah, hat es nicht geklappt. Oder es hat geklappt. Spannend bleibt's. Laura ist Barkeeperin. Ich lieb's einfach, also Drinks zu shaken, das macht mir einfach Spaß. Ja, als Barkeeperin ist, glaube ich, ganz normal, dass man ab und zu Nummern zugesteckt bekommt. Ja, ein kleineres Glas haben sie nicht gefunden.
So, Dora ist die Nächste im Tanzkreis. Ich bin auch alleine glücklich und so. Ich glaube, das ist auch voll die wichtige Basis. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, schöner, das zu teilen und einfach gemeinsam Sachen zu erleben. Ich wollte es reinschneiden, weil ich das voll gefühlt habe. Ich drehe jetzt übrigens um 10 Uhr nachts, weil ich irgendwie das ganze Wochenende wieder unterwegs war auf einem krassen Festival und voll viel erlebt. Und irgendwie habe ich mir auch gedacht, so, es wäre schön, wenn man das jetzt mit einer Person teilen könnte. Deswegen war ich irgendwie nicht so gut drauf heute. Jetzt geht's wieder. Alle wieder rein in den Bus, jetzt geht's weiter. Und die Kandidatinnen treffen zum ersten Mal auf die Princess. Oder im Boxring oder was geht hier ab? Alles, okay, ja. Halt bitte Abstand, gell? Natürlich wird auch über das Outing von Hannah aus Hannover gesprochen. Geoutet habe ich mich von meiner Familie nicht, so dass ich mich da hingesetzt habe und offiziell gesagt habe, ja, ich stehe auch auf Frauen. Sondern irgendwann hat meine Familie gemerkt, dass ich immer wieder mit Frauen nach Hause komme. Du, Beatrice, das ist jetzt schon die fünfte Frau, die Hannah innerhalb von 3 Tagen nach Hause bringt. Was ist mit der los? Kommen auch immer so komische Geräusche aus dem Zimmer. Die backen da auf gar keinen feinen Sandkuchen. Hannah mag es auf jeden Fall auch gestreichelt zu werden. Deswegen streichelt sie jetzt eine Katze. Oh, Job, Jon, June. Was heißt das? Jon. Gemütliches, rustikales, elegantes Kaffee mit Brunch-Klassikern wie Pfannkuchen und Avocado-Toast sowie Käsekuchen. Jon war eine französische Fluggesellschaft mit Sitz in Paris. Hannah, erklär's uns. Was heißt Jon? So, nach einer halben Stunde sind wir dann auch endlich bei der Villa angekommen. Da ist die fahrende Person aber sauber auf dem Randstein gefahren. Alles so. Ja, Leute, es gibt eine neue Villa. Können es sich die 19 Frauen in den nächsten Wochen gemütlich machen, während sie um das Herz der Princess buhlen? Ist schon geil. Haben sie das Budget aber ein bisschen hochgeschraubt dieses Mal. Dass es jetzt quasi erstmal unser Zuhause ist für die paar Wochen, ne? Ist schon schön, ja. Ja, für ein paar Wochen oder auch nur für einen Tag, ne? Caro, stell du dich doch mal vor. Definitiv sehe ich mich als Karrieremensch. Ja, ich möchte definitiv auch erfolgreich werden im Leben. Anscheinend ist sie es aber noch nicht. Ja, solange sprühen wir halt dann noch mit Fake-Geld durch die Gegend rum. Ich arbeite daran. So, nächste Vivian, mach uns doch mal den Storch. Mein Name ist Vivian. Vivian, woher kommst du? Ich bin 25 Jahre alt und ich komme aus dem kleinen, schönen Velbert. Bitte schreibt man Velbert jetzt mit V. Vivian aus Velbert, Annika aus der Altstadt. So, nächste. Ich bin Bauer. Hallo, Bauer. Ach so, sorry, sie heißt Anastasia. Also, ich komme aus dem Allgäu. Anastasia aus dem Allgäu. So, ja, so langsam denke ich mir, die Casting-Agentur hat sich einen Spaß draus gemacht. Vielleicht wurde ich deswegen nicht genommen, weil ich nicht aus dem Allgäu bin. So, jetzt bekommen die Mädels den ersten Blick auf die Princess. Hi. Hallo. Ich bin Hanna. Aus Hannover. Ich liebe es, Motorrad zu fahren. Motorrad? Motorrad? Ich hab Chancen. Ich kann Fahrrad fahren. Viel Glück, Anastasia. Kim hat Argumente dafür, dass sie Chancen haben könnte. Also ich wohne in Hannover und ich habe einen Motorradführerschein. Ja, das ist ja schon fast unfair. Ich heiße Sapscho. Bin auch ziemlich wählerisch, muss ich sagen. Also wenn es mit dem Aussehen passt, passt es mit dem Charakter nicht. Wenn es vom Charakter her passt, passt es vom Aussehen eher nicht. Fühl ich auch. Ich war nur mit heterosexuellen Frauen in einer Beziehung. Dann können die aber sagen, was sie wollen, dann sind sie nicht heterosexuell. Als müsste man dann darauf bestehen, so, nein, ich bin aber wirklich heterosexuell. Aber schon seit 3,5 Jahren mit dir in einer Beziehung, aber ich bin hetero. So macht ja gar keinen Sinn. Also dann soll man halt einfach ehrlich sein. Ist ja nichts Schlimmes. Jay stellt sich als nächstes vor. Ich bin die Jay, ich bin 27, komme aus Frankfurt und bin Content Creator. Wieso darf sie mitmachen und ich nicht? Kennt Jay auch von TikTok? So unbekannt ist sie dann nicht. Warum darf ich jetzt nicht mitmachen? Ja, dann hätten wir den Ich-bin-zu-bekannt-Punkt auch ausgeschlossen. So, weil das aber Happy Hour, jetzt muss ich natürlich auch mal fertig gemacht werden. Ja, und jetzt geht's halt darum, die Princess kennenzulernen. Deswegen sind wir hier und deswegen... Bügelt sie mit einem Glätteisen? Ich bin begeistert, das ist ja saugeil. Wenn ich unter Stress bin, dann kann ich mich nicht schminken. Ja, was ist denn das?
20 Mädels und 2 Spiegel. Ja, nein, es sind 19 Mädels, es sind nicht 20. Ich weiß, 20 würde sich immer noch schöner anhören, aber ich... Jessie hat sich vorgestellt, ist aus München. Und die kenne ich auch. Ich glaube, ich saß mal auf einem Festival in einem Kreis mit ihr. Ich kann mich aber nicht genau daran erinnern. Auf jeden Fall war sie bei diesem Octopus Münchner Lesbenkreis auch dabei. Die kennen sich alle. Wild. Die Princess muss ich natürlich auch fertig machen. Ich kann noch gar nicht glauben, dass ich tatsächlich jetzt gleich in die Villa reinkommen werde. Ey, wenn ich bei einer Sache nicht gefilmt werden wollen würde, dann wäre es beim Mascara auftragen, ey. Niemand guckt dabei gut. Es ist immer so... Ja, und wie sollte Hanna aus Hannover anders zur Villa fahren als auf dem Motorrad? Und wofür genau hat sie sich dann Haarspray auf die Haare geballert, wenn die Frisur jetzt eh gleich wieder kaputt ist? Die Mädels bringen sich in Position. Oh, da hat sich heute aber jemand nicht eingeschmiert. Aua. Das sieht nicht danach aus, als würde es einfach nur braun werden. Aua. Ja, Frisur im Arsch, ich hab's doch gesagt. Ich weiß es nicht, was es an Hanna ist, aber irgendwie ist sie so ein bisschen verhalten und ich denk dann immer so, eigentlich hat sie gerade nicht so viel Spaß an der Sache. So ein bisschen gezwungenes Lachen. Das ist so... Gut, aber wahrscheinlich ist sie aufgeregt. Was natürlich auch verständlich ist bei 19 Frauen. Hi, ich bin Hanna. Aus Hannover. Ein super schönes Gesicht. Hammer Körper. Oh, sexy mit dem Lederoutfit. Laura, schrei mich nicht an. Sie schreit. Ich freue mich total, euch kennenzulernen. Und ich hoffe, dass wir ganz viel Spaß miteinander haben werden. Kannst du es bitte nochmal sagen? Ich habe das nicht verstanden von da hinten. Jetzt wird aber erstmal zu allen Hallo gesagt. Und es gibt dicke Umarmungen. Ihre Art, wie sie aussieht, wie sie redet. Bei dieser Lederjacke stelle ich mir bei 19 Frauen, die ihr über den Rücken streicheln, einfach die ganze Zeit das vor. Richtig anstrengend. Ich finde Lederjacken, da kann man, das ist ganz schlecht. Mag ich nicht, glaube ich. Und Bauer startet M. Anastasia startet auch den ersten Angriff auf die Princess. Aua! Dein Outfit ist nett. 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 Ich finde es ganz schwierig, wenn man Komplimente so verpackt, dass man weiß, okay, es ist wirklich ernst gemeintes Kompliment, aber ich spiele es ein bisschen runter, weil ich bin ein bisschen zu cool, um ein ernst gemeintes Kompliment zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, also dann sag einfach, dass du es geil findest. Weil niemand kann zu cool sein, um ein Kompliment zu geben. Komplimente geben ist einfach was Nices. Aber es wird noch besser. Ich wollte dir noch was sagen. Ja. Ich bin vom ADAC. Vom ADAC? Ja. Egal, was jetzt kommen würde, es kann nicht mehr gut werden. Und ich weiß halt einfach auch, wie abschleppen geht, ne? Ich sag's, wie es ist, ich würde sie rausschmeißen. Es ist eher so. Und jetzt bekommt die Princess eine Villa-Tour. Wie findet ihr überhaupt die Villa? Das ist krass. Dieses Anthrazit und mit diesen Schwarztönen. Und hier wäre es halt auch geil, wenn hier so ein Dancefloor wäre. Ein bisschen Musik und dann hier diese Lichter. Ja. Laura, du schreist schon wieder. Wir hören dich auch so. Ganz ruhig. Dann geht es um Musik und spezifisch auch um spanische und portugiesische Musik. Ich spreche Portugiesisch. Ja, ich auch. Oh. Echt? Du sprichst Portugiesisch? Ja, schon. Also ich verstehe es besser, als dass ich sprechen kann. Ich Hast du es gelernt oder? Ja, auch. Ja, neben ihren 20 Studiengängen und 30 Bachelorarbeiten, die sie parallel geschrieben hat wahrscheinlich. Ich hole mir jetzt diesen Hund aus der Türkei. Und warum kann Hanna aus Hannover Portugiesisch? Nee, ich bin halb Brasilianerin. Oh. Was macht ihr? Gangbang! Ja, was sollen wir machen? Sex, Schweinskram, küssen. Boah, Leute, und ich sag's euch, jetzt geht's halt wirklich krass los. Hanna und Jessie reden miteinander. Und Hanna findet die so krass gut. Es würde jeder Flirt-Depp erkennen, dass sie die richtig geil findet. Eine längste Beziehung. Nicht lachen, 8 Monate. Ja, ist okay. Wie lange war deine längste Beziehung? 5 Jahre. Okay, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Schaut euch mal an, wie die grinst. Ich find's richtig witzig. Das finde ich gut. Ja? Ja, finde ich gut. Ich muss aber sagen, so in den Gesprächen und allgemein, wie Hanna ist und sich gibt, finde ich sie, glaube ich, ganz sympathisch. Ich habe das Gefühl, die wirkt irgendwie so richtig normal und bildet sich jetzt auch nicht so krass was drauf ein, dass die Princess ist. Ich hatte auch schon solche Haare. Ja. Ist geil, oder? Ist mega, jeder will dir über den Kopf rüber. Ich habe das noch nie gemacht. Bei jemandem. Echt nicht? Es wirkt ein bisschen so wirklich, als wäre sie mit in der Villa dabei. Und jetzt pickt sie sich auch nochmal gezielt Vivi aus der Gruppe raus. Wäre es okay, wenn wir uns mal unterhalten? Ja, klar, alleine, ja? Gerne.
auch irgendwie was ganz was Neues, weil normalerweise rennen ja die Kandidatinnen immer auf die Princess zu und wollen mit ihr reden und jetzt ist es halt so voll andersrum. Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch gut. Ich wollte mit Vivian sprechen, weil es gibt bestimmte Frauen, wo ich schon sicher bin, dass ich diese Frau interessant finde. Und dann konzentriere ich mich lieber auf die Frauen, wo ich mehr Unsicherheiten habe. Ach so, oh, sie findet sie nicht so gut, deswegen. Ups. Finde ich aber auch cool. Das ist gut. So, Vivi, jetzt reiß es aber raus und rette dich in die nächste Runde. Und fängst du an, mit ihr zu sprechen, weil es soll schon irgendwie was Tieferes sein. Dafür sind wir auch hier, um uns auch näher kennenzulernen. Und Smalltalk ist schon sehr oberflächlich, was das dann angeht. Ist es deine Maschine, die da vorne steht, oder? Nee. Leider nicht. Leider nicht. Schwierig. Ich bin hin und her gerissen, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, weil irgendwie ist es schon so, klar, es ist offensichtlich ein Thema, das Hannah gut findet, aber es ist halt trotzdem auch schnell gefunden, das Smalltalk. Ne? Ja, und er geht auch ein bisschen zu lange und es hört dann auch nicht auf, also so wirklich gepunktet hat Vivi leider nicht. Hast du dafür dann gespart quasi für deine Maschine, oder? Ja, klar. Ja. Nee, ich habe einen Kredit aufgenommen und sie letztendlich dann aber eigentlich geklaut. Aber ich fahre halt auch sehr viel Auto und sehr gerne Auto und auch sehr schnell. Ah, also bist du so eine schnelle Fahrerin, ja. Eher so eine kleine Raserin. Ja. Oh, hallo und herzlich willkommen zu meiner Liste Dinge, die ich unattraktiv an Frauen finde. Danke, das war's. Die wird bestimmt noch länger. So, jetzt wird sie verabschiedet. Denn die erste Entscheidung steht an. So, kommen wir zur Entscheidung. Man merkt, Hannah hält sich sehr kurz und knapp. Du bist mir direkt aufgefallen. Möchtest du die Kette haben? Ja, sehr gerne. Jessie ist die Erste, die bleiben darf. Hey, Entschuldigung, ich dachte, sie küssen sich jetzt. Was geht denn da ab? So, fertig. Nächste. A pessoa que sabe falar português. Was quer? Willst du? Ja! Eventuell, dachte ich mir, ist sie aber auch einfach nur betrunken. Und je weniger man spricht, desto weniger fällt es auf, dass man lallt. Ich habe nämlich das Gefühl, sie muss sich auch so ein bisschen konzentrieren, diese Kette zu treffen, wenn sie danach greift. So. Jetzt habe ich nur noch eine Kette zu vergeben. Oh nein, Vivi. Das wäre jetzt blöd, wenn sie rausfällt, dann war sie nämlich nicht mal wirklich einen Tag in der Villa. Das ist jetzt quasi erstmal unser Zuhause ist für die paar Wochen, ne? Das ist schon schön, ja. Nicht mal eine Nacht lassen sie ihr. Maria wird nach vorne gerufen. Ich mag total gerne deine Art, deine selbstbewusste Art. Was jetzt im Kontext echt voll süß ist, weil Maria hat sich so voll Gedanken gemacht, ob sie ein bisschen zu viel ist. Weiß ich nicht, sie hat einfach nur extrem extrovertiert und offen gewirkt und war so voll so, hi, komm her. Mach dir keinen Kopf. Also ich fand sie extrem sympathisch und sie dachte so, eventuell ist es zu viel, aber es ist wiederum genau gut, wie man ist. Und deswegen ist es ganz cool, dass sie das jetzt auch sagt. Das wollte ich jetzt auch nur hier sagen. Seid so, wie ihr seid. Irgendwer findet's gut. Wow. Ja, und jetzt muss Vivi die Villa verlassen und zurück nach Felbert. Glaub ich auch. Ich fand Vivi echt sympathisch. Ist schon hart, als Erste zu gehen. Es tut mir ein bisschen leid. Aber deswegen sage ich es dir jetzt, Vivi, ich fand dich eigentlich echt cool. Streich das eigentlich. Das war schon die erste Folge. Das ging jetzt schneller als gedacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Und ihr könnt abonnieren, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Okay, tschüss!